Es kann nicht sein, dass zwei Dinge laufen. Einerseits wird von Griechenland verlangt, dass es eine langfristige Strategie ausarbeitet, wie es mit seiner ökonomischen Situation, zu der die Schuldenfrage ja gehört, aber nur ein Teil des ganzen Problems ist, umgeht. Und andererseits wird von Griechenland verlangt, dass es in dieser Situation, in der es seine Zukunft klären soll, trotzdem Schuldendienstleistungen leisten muss. Und zwar interessanterweise an die öffentlichen Gläubiger. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, ist ja eine Institution von Regierungen, also ein öffentlicher Gläubiger. Das entspricht überhaupt nicht den üblichen Gepflogenheiten im Wirtschaftsgeschehen, wenn Sie in einer Insolvenzsituation sind und mit Ihren privaten Gläubigern über diese Insolvenz verhandeln, entsprechend der jeweiligen staatlichen Regulierungen, die es dann da gibt, dann müssen Sie in dieser Zeit an diese Gläubiger nicht zahlen. Der IWF ist an dieser Stelle völlig gnadenlos und sieht gar nicht ein, dass Griechenland in dieser Situation in extreme neue ökonomische Schwierigkeiten gerät. Die Tatsache, dass Griechenland bisher seine Schulden beim IWF regelmäßig bezahlt, bedeutet ja nicht nur einerseits eine Geste guten Willens der neuen griechischen Regierung, sondern bedeutet andererseits ja auch innenpolitisch in Griechenland, dass dort notwendigste Dinge für die Menschen im Land nicht geleistet werden können, dass Gehälter nicht bezahlt werden können, dass Renten nicht ausgezahlt werden können, dass versprochene notwendige Investitionen oder Unterstützungsleistungen beispielsweise im Gesundheitssystem nicht geleistet werden können. All diese Dinge blendet der Internationale Währungsfonds vollkommen aus und definiert die griechische ökonomische Situation aus seiner eigenen Sicht ausschließlich als eine, die praktisch nur aus Schulden besteht, was mit der Realität gar nichts zu tun hat. Insofern bleibt die Forderung nach einem Moratorium natürlich erhalten. Der IWF macht ja seine Zahlungen an Griechenland weiterhin abhängig von sogenannten Reformen. Und da sollte man nicht oft genug erwähnen, welche Reformen dem IWF vorschweben. Ja klar, der Internationale Währungsfonds ist ja nicht nur einerseits ein Gläubiger Griechenlands, der pünktliche Rückzahlung seiner geliehenen Gelder verlangt, sondern der Internationale Währungsfonds ist gleichzeitig zusammen mit der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission Mitglied der früher sogenannten Troika, der jetzt sogenannten Institutionen. Diese drei Institutionen sind durch die neuen europäischen Stabilitätsverträge, die in den letzten Jahren abgeschlossen worden sind, beauftragt, die Schuldensituation in den EU-Ländern, vor allen Dingen in den Euro-Ländern, aber auch in anderen Mitgliedsländern dieser Pakte, zu handhaben, zu managen. Dieses Schuldenmanagement geschieht durchgängig nach den Rezepten, so steht es auch in den Verträgen, die der Internationale Währungsfonds in den 80er Jahren in den Ländern der Dritten Welt erarbeitet hat. Diese Konzepte bedeuten immer Umstellung der nationalen Ökonomie auf Erwirtschaftung von freien Geldern, von Devisen, mit denen Schulden bezahlt werden können. Im Fall Griechenlands geht es natürlich nicht um Devisen, sondern um Euro. Aber der entscheidende Punkt ist, die nationale Wirtschaft eines Landes wird darauf ausgerichtet, Geld zu erwirtschaften, das an die Gläubiger überwiesen wird. Dabei wird systematisch darüber hinweggegangen, welche Interessen und Bedürfnisse die Menschen im Land haben. Im Gegenteil, diese Strategien zielen detailliert mit konkreten, bis ins Detail hineingehenden Vorschriften darauf, dass die minimalen Geldbeträge, die minimalen Reichtümer, die die Menschen im Land vielleicht noch haben, aus deren Taschen rausgezogen und in die Taschen der Gläubiger umgeleitet werden. Das geschieht innerhalb der Europäischen Union, der Eurozone, mit sogenannten Memorandums of Understanding, so heißen die in den entsprechenden Verträgen. Und in diesen Memorandums of Understanding muss die jeweilige Regierung sehr detailliert festhalten, wir privatisieren die Krankenhäuser in X, Y und Z und verkaufen die für, ich weiß nicht wie viele Millionen Euro oder auch nur Hunderttausende, jedenfalls immer weit unter Wert an den Konzern XY oder an den Meistbietenden oder wie auch immer. Oder wir verkaufen im konkreten griechischen Fall oder verpachten den Hafen von Piräus und den Flughafen von Thessaloniki an
die ausländischen Bieter und Interessenten. Wir kürzen die Renten. Das ist jetzt konkret Teil der Verfahren, der Debatten, die im Augenblick laufen, dass der Internationale Währungsfonds als Teil der Troika darauf besteht, dass Renten und Gehälter gekürzt werden, Gehälter entgegen bestehenden Tarifverträgen. Das heißt, die Troika und konkret in der Troika der IWF nimmt sich heraus, von der griechischen Regierung Rechtsbrüche zu verlangen. Offene Rechtsbrüche, das Tarifrecht ist Teil des nationalen Rechtssystems und der IWF sagt, es gibt keine, die zugesagte Tranche von 7,2 Milliarden Euro an Griechenland, die in dem EU-Paket drinne stehen, die können nicht ausgezahlt werden, solange die griechische Regierung nicht bereit ist, ihr nationales Recht zu brechen. Das ist letztlich die Erpressungssituation, die der IWF zusammen mit den beiden anderen Institutionen der Troika, also Europäische Zentralbank und der EU-Kommission, für Griechenland konstruiert. Sie haben das ganz richtig formuliert jetzt mit der Erpressung und der Troika. Es bringt ja auch nichts. Wenn man sich Länder anschaut wie Portugal oder Spanien, da haben sich die Schulden ja erhöht und nichts verbindet. Ja, selbstverständlich. In einer Situation, in der ein Schuldner gezwungen wird, seine ökonomischen Aktivitäten, also seine auf Erwirtschaftung ökonomischer Werte orientierten Aktivitäten zurückzufahren, um die dafür notwendigen, weil er die dafür notwendigen Gelder in die Schuldenzahlung stecken muss. In einer solchen Situation müssen sich die Schulden erhöhen. Das ist vollkommen klar. Wenn Sie über gewisse Investitionsmittel verfügen und die in ein produktiven Prozess stecken, dann können dabei neue Werte entstehen. Wenn Sie dieselben Gelder mir abgeben, weil ich sage, die stehen mir zu, dann können Sie keine neuen Werte erwirtschaften. Das ist ganz simpel, braucht nicht kompliziert erklärt zu werden. Selbstverständlich ist bei einem rigiden Schuldensystem das ökonomische Ergebnis eine höhere Verschuldung. Das haben wir ja auch bei Griechenland gesehen. Als die ersten Debatten um griechische Verschuldungssituation im Frühjahr 2010 begannen, lagen die Schulden um einen hoch dreistelligen Milliardenbetrag niedriger als heute. Heute bei etwa 350, damals unter 200 Milliarden. Und dabei hat Griechenland einen formellen Schuldenerlass von über 100 Milliarden Euro ja schon bekommen. Das heißt, die Schulden seit dem ersten sogenannten Rettungspaket für Griechenland im Mai 2010 haben sich objektiv um weit mehr als das Doppelte erhöht. Das ist auch nie der Zweck des europäischen Schuldenmanagements. Der Zweck ist nie, dass die Schulden komplett zurückbezahlt werden. Der Zweck ist, dass die Zinsen bedient werden und damit, wie ich eben beschrieben habe, die letzten Reichtümer, winzigen kleinen Reste an Reichtum, die es in der griechischen Bevölkerung noch gibt, dort herausgezogen und in die Taschen der Gläubiger gelenkt wird. Es geht nicht um eine tatsächliche Reduktion der Schulden. Diese Schulden müssen irgendwann erlassen werden. Wir haben das bei den Ländern der Dritten Welt und dem Schuldenmanagement des Internationalen Währungsfonds in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen. Wenn das Land überhaupt gar nicht mehr kann, vollständig ausgeblutet ist, dann gibt es einen minimalen Schuldenerlass, der so weit geht, dass das Land gerade wieder atmen und wieder Zinsen zahlen kann. Und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Auch bei Griechenland steht fest, dass es diesen Schuldenschnitt irgendwann geben wird. Die EU ist nur jetzt nicht bereit und der Internationale Währungsfonds sind nur jetzt nicht bereit, dies zu tun, weil sie der neuen griechischen Regierung keinen Erfolg gönnen, sondern weil sie zeigen wollen, dass dieses Modell einer selbstbestimmten Ökonomie nicht funktionieren kann, zumindest nicht mit ihnen. So sehe ich das auch, dass die Troika nicht nur die Zinsen bedient, das Arbeitsrecht oder dort abgeschlossene Verträge missachtet, sondern auch absolut über demokratische Wahlen gewählte Regierungen missachten, wenn sie nicht auf ihrer Linie sind. Ganz offensichtlich spielt die Frage der Demokratie für die Institutionen des europäischen Schuldenmanagements überhaupt keine Rolle. Das ist auch schon deutlich, wenn man in die Verträge schaut, die hier im Hintergrund stehen, also im Wesentlichen der Vertrag über den Europäischen Stabilitätsmechanismus und den Fiskalpakt. In beiden ist sehr deutlich geregelt, dass Vorrang vor allen demokratischen Entscheidungen die Bedienung der Schulden und die Stabilität der Finanzanlagen hat. Es gibt Regelungen wie beispielsweise die umgekehrte Mehrheit, wo die so funktioniert, dass die Europäische Kommission, die ja ein nicht demokratisch direkt legitimiertes Gremium ist, die Europäische Kommission wird von niemandem direkt gewählt, auch von keinem Parlament, sondern die Europäische Kommission wird von den europäischen Regierungen eingesetzt. Diese Europäische Kommission stellt fest,
ein Mitgliedsland der Eurozone oder des Fiskalpaktes hat ein Schuldenproblem. Daraus folgt, dass dieses Land bestimmte Auflagen erfüllen muss. Wenn es davon befreit werden will, dann geht das nur, wenn die Mitgliedsländer dieses Paktes einstimmig beschließen, dass es diese Auflagen der Kommission nicht erfüllen muss. Das ist so ähnlich, Sie müssen sich das vorstellen, die Bundesregierung würde beschließen, in einem bestimmten Fall gegenüber einer bestimmten Bevölkerungsgruppe eine bestimmte Maßnahme anzuwenden. Und der Bundestag könnte diese Maßnahme nur abwenden, wenn er mit einer Zweidrittelmehrheit beschließt, die Bundesregierung darf das nicht. Jedes normale demokratische Rechtsverständnis funktioniert umgekehrt. Die Regierung hat zu tun, was ein Parlament beschließt, und kann das nicht bestimmen, was das Parlament zu beschließen hat. In der Europäischen Union ist es umgedreht. In der Europäischen Union entscheidet die Exekutive. Das hat mit Demokratie überhaupt gar nichts zu tun, sondern lediglich mit der Sicherung der Finanzansprüche der großen Vermögensbesitzer.